Ahoi Leute und herzlich willkommen zu diesem relativ kurzen Attack on Titan News Video. Ich hatte ja schon im letzten Video angesprochen, dass heute dieses Video hier kommt, was sehr kurz werden soll. Und deswegen fangen wir auch direkt an und ihr seht es schon im Titel. Es geht heute mal wieder um Attack on Titan, die Anime-Serie und wie es mit dieser Serie weitergehen soll. In einem Video, was ich schon vor ungefähr einer Woche oder eineinhalb Wochen gemacht habe, ja zur Anime Expo 2017, da hatte ich ja bereits gesagt, dass das Studio WIT oder WIT Studio, wie rum man das jetzt auch immer sagen möchte, Attack on Titan auf seiner Prioritätenliste nach ganz oben gepackt hat und jetzt auch tüchtig an Attack on Titan Staffel 3 arbeitet. Jetzt kam aber im Nachhinein auch noch ein anderes Interview heraus, wo die Frage gestellt war, ja, wie es mit einer potenziellen vierten Staffel aussieht, und darauf antworteten die Verantwortlichen vom WIT Studio nur, dass sie sich verpflichtet fühlen, die Serie, damit ist Attack on Titan gemeint, zu beenden in Anime-Form. Und das, Leute, ist wirklich krass, denn es ist nicht normal, dass ein Anime zu Ende geführt wird. Gerade so Langzeit-Anime wie Naruto und Dragon Ball, ja, die werden natürlich irgendwann zu Ende gehen, nachdem sie richtig schön ausgepresst wurden. Aber bei Anime wie Attack on Titan beispielsweise, da ist das unbedingt nicht so. Ja, da gibt es verdammt viele Beispiele wie The Gray Man, wie Blue Exorcist, Seven Deadly Sins, alles solche Serien, die nie ein Ende wahrscheinlich bekommen werden in Anime-Form, sondern immer nur ein oder zwei Staffeln, wenn es überhaupt so weit kommt, und dann muss man auf den Manga umsteigen. Und offensichtlich scheint es jetzt so, dass wir das bei Attack on Titan nicht mehr befürchten müssen, sondern dass wir tatsächlich den kompletten Attack on Titan Manga auch in einer Anime-Form bekommen, und das ist meiner Meinung nach eine riesen News und das freut mich wirklich total. Ja, ich persönlich gehe mittlerweile sogar davon aus, dass es unter Umständen nur noch eine dritte und eine vierte Staffel gibt, aber nicht, weil eine fünfte Staffel nicht produziert wird, sondern weil wirklich die ganze Story in diese dritte und vierte Staffel gepackt werden kann. Das wären, wenn es zwei 25-Folgen-Staffeln sind, noch 50 Folgen, und da könnte es wirklich passieren, dass die gesamte Story abgearbeitet wird, wenn Hajime Isayama wirklich Attack on Titan in nächster Zeit beenden wird. Wie gesagt, das sind die News und ich finde, die sind sehr, sehr freudig, Leute. Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auch, dass wir wahrscheinlich Attack on Titan komplett in Anime-Form irgendwann zumindest sehen werden? Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jedes Jahr unbedingt eine Staffel kriegen, aber das WIT Studio hat sich so krass geäußert zu Attack on Titan, das zeigt einfach nochmal, wie wichtig ihnen diese Serie jetzt ist. Und ja, Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, gerne liken. Schaut auch nochmal im letzten Video vorbei. Da habe ich nämlich eine Charakterabstimmung oben rechts in der Infocard gemacht zu den Charakteren, die ich als nächstes bearbeiten soll in einem Video. Und da macht ihr wirklich sehr, sehr gut mit, muss ich wirklich sagen. Die Beteiligung ist relativ hoch dafür, dass eigentlich Leute da nicht so oft draufklicken. Und ein Charakter sticht natürlich wieder hervor. Ja, wer hätte das gedacht? Aber es ist ja auch interessant zu gucken, welche Charaktere danach an die Reihe kommen. Ja, und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch natürlich noch wie immer einen wunderschönen Tag. Abonniert, falls ihr es nicht schon getan habt. Und schaut auf Twitter vorbei. Und ich sage ciao und tschüss.